herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tile Ghost. Ja, das wird der letzte Part sein. Ich habe ja letztens eine Abstimmung gemacht, gestern, vorgestern. Wir haben abgestimmt, was ich mit den Wonnen und den Items machen soll. Ob ich mir einen Ninja hochziehen soll und mit denen dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Nemere mitlaufen kann oder ein Rasador. Weil Solo geht das ja momentan schlecht, aber ihr habt abgestimmt, alles in die Charmy rein. Das werden wir auch machen. Das habe ich eigentlich schon zum Teil schon gemacht. Das, ja, erkläre ich euch gleich dann. Hier haben wir dann nochmal 3 Titanschilder mit 5 Crap-Bonus gekauft für 60 KK. Die gehen mit der Zeit für einen Bon weg. Dauert ein bisschen, aber sie gehen auf jeden Fall weg. Hier haben wir dann die Petbücher-Kisten verkauft, größtenteils. Und ja, Shop dann auch wieder schön aufgefüllt mit den Sachen, die wir vorhin gekauft haben. Ja. Also die Zodiac-Glocke haben wir dann für den Won reingepackt und die anderen EQ-Teile DPP, VMS, alles für den Won bis 1,2 Won. Also 30er Waffen mit Plus-Jahr-Stein, mit Crap-Bonis gehen meistens mal gut für ein Won weg. Und ja, hier haben wir dann nochmal ein Titanschild plus 0 gekauft für einen Won mit 12 Int. Eigentlich recht günstig. Sollten wir locker für 2 Won wegbekommen. Also göttliches Protein-Happen für 25 KK. Das kriegen wir auch easy weg für 60 KK. Nicht Ebenholz, ein Holzarmband für 1 Won mit 1,5 KTP und ja, Rest Crap-Bonis. Sollten wir gut wegbekommen. Ich glaube 1,5 Won sollten ja easy drin sein. Die violette Fragmente haben wir ein paar Stück schon verkauft. Wir haben damals einen 200er Stick gekauft für 1 Won, war das glaube ich damals. Und ja, für ein 200er Stack 1 Won und im 10er Pack verkaufen wir die für 15 KK. Sind mittlerweile schon alle weg. Und dann haben wir wieder was eingenommen, ein bisschen mehr. 20 Won und 232 KK. Und hier handle ich mit der Charmy, mit dem Main Chart 10 Won rüber. Aus dem Grund, ich glaube im letzten Part oder im vorletzten Part habe ich ja gesagt, dass ich da 10 Won runtergenommen habe und das dann zeitnah wieder zurückpacke. Weil ja ein Moody-Event war und ich brauchte so ein Feuertali, ein paar Tapfis und hat halt kein Won gehabt. Habe ich mir das quasi geliehen. Habe mir doch dann ja, ein paar Rubine gekauft. Hat dann geklappt. Und die Bonis, ja, gehe ich da überhaupt drauf? Ja, ist ein Dunker geworden, haben wir dann weiterverkauft, später für 20 Won. Und hier mal eine genaue IQ-Auflistung, was die Sachen in dem Shop wert sind. Ja, eine kleine Übersicht, mit zum Beispiel Kristallarmband jetzt mit reingenommen. Ja, sagen wir diese unwichtigen Sachen nicht mit reingenommen. Am Ende habe ich noch reingeschrieben, Kleinzeugs, ca. 2 Won, sowie Todessteine, Proteinhappen, Smaragd und die Erze, die ich da noch hatte. Und da habe ich ja noch so ungefähr 26, 27 Won in Bar gehabt. Und somit sind wir dann schon über 100 Won, also wenn alle Sachen verkauft sind. Das ist eine Aufnahme von vor 2 bis 3 Wochen. Und da ist schon einiges weggegangen, da hatte ich irgendwie 60, 70 Won schon eingenommen gehabt, aber habe teils, ich sag mal, Sachen gekauft für den Main Char, sprich eine Zodiac-Glocke mit 31 DSS, 10 dB habe ich mir besorgt, habe ein bisschen die Glocke geupt, habe mir dann noch eine andere Glocke besorgt, habe mir noch ein sehr gutes Titanschild besorgt für den ja, Drachenschaman, ja, also quasi für meinen Main Char. Ist auch glücklicherweise so abgestimmt worden, dass ich dann alles halt in den Main Char reinpacken soll. Und ja, derzeit bin ich gerade am Leveln. Da seht ihr gerade die Level-Ups auf 108, 109 und 110. Damage ist auch ganz okay. Komme mittlerweile so auf 20k Schläge an den Metins. Aber auch wenn alles drin ist, ne? AW-Tau, ich habe einen Lolli drin, einen Alchiring drin. Und ja. Ja, ich denke mal, so im nächsten Video werden wir uns darauf konzentrieren, dass wir Reflektieren auf P machen und HDD auf P machen.
und Richtung 120 leveln. Ich hab schon echt Bock auf Johara. Schweiß ist sehr schwierig. Ich habe ja momentan einen Alchi-Mattenring. Zum Beispiel in Onyx habe ich einen Lupenrein drin. Ja, Jade ist noch klar und der Rest ist einfach matt. Aber ich bin mal gespannt, wie das da laufen wird. Bin auch sehr fleißig. Sechste, siebte Boni am Drehen, abgeben. Ich glaube, mir fehlt noch der Helm, die Waffe und die Rüstung. Dann sind eigentlich alle Bonis fertig vom sechsten, siebten Boni her. Also Armband, Kette, Schuhe, Ohrringe und Schild. Und dann sind wir schon zum Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Thank you.